Was macht Corona mit der Psyche unserer Schülerinnen und Schüler? Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem kurzen Video. Mein Name ist Olaf Köller. Ich bin Geschäftsführer, wissenschaftlicher Direktor am Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik, dem IPN in Kiel. Ich bin Lehr-Lernforscher, beschäftige mich aber auch seit Frühjahr letzten Jahres mit den Folgen der Covid-19-Pandemie für unsere Kinder und Jugendlichen, mit den Konsequenzen, die sich sowohl im Leistungsbereich zeigen, als auch im psychischen Bereich der Kinder. Das Ganze hat natürlich Folgen für die Lernerfolge unserer Kinder, aber natürlich wissen wir auch mittlerweile sehr gut, dass das Ganze negative Konsequenzen für die psychische Befindlichkeit unserer Kinder und Jugendlichen hat. Ich gebe Ihnen hier einen Überblick über die Themen, die ich in meinem Vortrag besprechen möchte. Ich beginne mit einigen Befunden aus der Zeit vor der Pandemie, weil natürlich das Belastungserleben oder auch psychosomatische Auffälligkeiten von Schülerinnen und Schülern kein neues Phänomen sind. Wir haben eigentlich eine relativ lange Forschungstradition, die zeigt, dass Schule auch bei einigen Kindern und Jugendlichen immer wieder mit Belastungserleben verbunden ist. Ich möchte dann aber auf die Pandemie kommen, auf die Covid-19-Pandemie, Ihnen empirische Befunde zeigen. Wir haben hier mittlerweile ganz gute Daten, vor allem, das ist dann der dritte Punkt, aus der sogenannten COPSI-Studie Corona und Psyche, die am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg federführend durchgeführt wird. Möchte nach Präsentation dieser Ergebnisse dann mich auch der Frage zuwenden, was tun wir jetzt eigentlich, wenn wir um die negativen Konsequenzen der Pandemie für Kinder und Jugendliche wissen, was tun wir in Schulen auch, und möchte dann den Vortrag abschließen mit einigen kurzen Schlussfolgerungen. Zum Belastungserleben von Kindern und Jugendlichen gibt es ein ganz schönes Papier der Bundespsychotherapeutenkonferenz, es ist 2020 erschienen und skizziert die Probleme von Kindern und Jugendlichen, die auch schon vor der Pandemie bestanden. Ich habe hier mal die Kernbefunde, die in diesem Papier dokumentiert sind, zusammengefasst. Danach erkrankt rund ein Fünftel der unter 18-Jährigen an einer psychischen Störung in der Kindheit oder auch im Jugendalter. Wir sprechen dann vor allem über Angststörungen, Depressionen, Hyperaktivität der Kinder, aber auch dauerhaft aufsässiges bzw. aggressives Verhalten. Bei den älteren Schülerinnen und Schülern treten dann auch psychosomatische Störungen auf, Suchterkrankungen, wenn wir beispielsweise an Alkoholkonsum denken, aber auch Computerspiele und natürlich auch schon die Beschäftigung mit illegalen Drogen. Diese Symptome sind teilweise durchaus nachhaltig, das heißt rund die Hälfte der auffälligen Kinder und Jugendlichen zeigt die Symptome über 2 Jahre, ein Drittel ist auch noch nach 6 Jahren auffällig. Und was wir auch wissen ist, dass traumatische Erlebnisse, Unfälle beispielsweise, Tod von Angehörigen natürlich erhebliche Effekte auf die physische, auf die psychische und auch auf die soziale Entwicklung der Kinder und Jugendlichen haben können. Was dieses Papier aber auch schon skizziert, ist, dass es natürlich auch Faktoren gibt, die protektiv sein können, die Kinder und Jugendlichen eben auch vor psychischen Folgen von traumatischen Erlebnissen schützen können. Dazu zählen Faktoren wie soziale Unterstützung, das Selbstwirksamkeitserleben der Kinder und natürlich auch Coping-Strategien, also Bewältigungsstrategien, um eben Stressoren zu begegnen. Exemplarisch für empirische Studien, die sich vor der Covid-19-Pandemie mit der psychischen Befindlichkeit von Kindern und Jugendlichen beschäftigt haben, möchte ich über die Studie von Milde Busch und Kolleginnen berichten, die 2010 erschienen ist. Die Studie hatte ursprünglich das Ziel, sich mit Effekten der G8-G9-Reform auf die psychische Befindlichkeit von Jugendlichen zu beschäftigen. Sie ist aber auch sehr gut geeignet, um generell ein Bild zu zeichnen, wie bereits vor der Pandemie Jugendliche auch durch schulische Faktoren psychisch belastet waren. Das ist eine Stichprobe von über 1000 Gymnasiastinnen und Gymnasiasten aus 10. und 11. Klassen, die teilweise G8, teilweise G9 besuchten. Es wurden Instrumente eingesetzt, zum einen zur Erfassung von Kopfschmerzen, aber auch zur Erfassung weiterer psychosomatischer Symptome. Es wurde beispielsweise die Beschwerdeliste von Zersen eingesetzt und auch das Trierer Inventar zu chronischem Stress. Hier eine erste Ergebnisfolie aus dieser Untersuchung von Milde Busch und Kolleginnen. Es sind hier tatsächlich Kopfschmerzen zunächst abgetragen. Häufigkeit von Kopfschmerzen, inwieweit die Kinder berichteten, mindestens einmal im Monat Kopfschmerzen zu haben, wobei hier noch differenziert ist dann auch zwischen Migräne und Spannungskopfschmerz und allgemeinem Kopfschmerz. Sie sehen hier die Darstellung der Befunde einmal für die gesamte Stichprobe in Blau,
in Orange für Schülerinnen und Schüler, die damals ein G8-Gymnasium besuchten, und in Grau die Daten für Schülerinnen und Schüler, die ein G9-Gymnasium besuchten. Und Sie sehen, dass über 80% der Jugendlichen in der Studie berichten, dass sie mindestens einmal pro Monat Kopfschmerzen haben. 30% berichten, dass sie mindestens einmal pro Monat Migräne haben. Und rund die Hälfte der Schülerinnen und Schüler klagt darüber, dass sie mindestens einmal im Monat auch Spannungskopfschmerzen haben. Wobei diese Folie auch deutlich macht, dass es keine Unterschiede gibt zwischen G8 und G9 Schülerinnen und Schülern. Wir haben hier weitere Symptome, die in der Studie von Milde Busch und Kolleginnen berichtet wurden. Das Ganze beginnt mit Bauchschmerzen, endet mit Mattigkeit. Sie sehen, dass insbesondere Nacken- und Schulterschmerzen sowie Kreuz- und Rückenschmerzen hier herausstechen. Auf der horizontalen Achse sind einfach die Prozentzahlen der Schülerinnen und Schüler abgetragen. Und Sie sehen, wenn wir bei den Nacken- und Schulterschmerzen sind oder auch bei den Kreuz- und Rückenschmerzen, dass die Balken fast bis 50% rausgehen. Das heißt, fast jede zweite Schülerin, jeder zweite Schüler berichtet über solche Beschwerden. Sie sehen aber auch Schlaflosigkeit mit rund 25%, Mattigkeit über 30%, Reizbarkeit über 30%. Also wenn man etwas vereinfacht sprechen kann, dann sehen wir hier, dass je nach Symptom zwischen einem Viertel und der Hälfte der Schülerinnen und Schüler berichten, dass diese Symptome wiederholt bei ihnen auftreten. Dies ist die letzte Ergebnisfolie aus der Untersuchung von Milde Busch und Kolleginnen. Es geht um das Stresserleben der Schülerinnen und Schüler. Es ist hier wieder auf der horizontalen Achse abgetragen, der prozentuale Anteil der Schülerinnen und Schüler, die über wenigstens eines dieser aufgeführten Symptome berichtet haben. Es beginnt mit Überforderungserleben in der Schule. Das sind rund 45% der Jugendlichen, die darüber berichten. Rund ein Viertel berichtet über unzureichende soziale Anerkennung durch die Mitschülerinnen und Mitschüler. Vergleichbare Prozentsätze ergeben sich auch für die erlebten sozialen Spannungen in der Schule. Soziale Isolation bei ungefähr 13, 14% und schließlich chronische Besorgnis über die eigenen Leistungen, über die eigene Zukunft bei etwas über 20% der Schülerinnen und Schüler. Um diese wie auch die vorherigen Folien zusammenzufassen, es ist deutlich geworden, dass Belastungserleben, psychosomatische Auffälligkeiten, ja in gewisser Weise auch klinische Auffälligkeiten, auch schon lange vor der Pandemie auf Seiten der Schülerinnen und Schüler beobachtbar waren. Natürlich nicht bei allen, aber diese Studie von Milde Busch ist ja nun schon über 10 Jahre alt und dort zeigten sich damals auch schon Befunde, die deutlich machen, dass Schule stresst, auch ohne dass man Pandemie hat. Damit sind wir aber auch im Grunde genommen jetzt bei der Frage, inwieweit es zusätzliche Effekte der Pandemie gegeben hat, also ob auch die Schulschließungen zu weiterem Stresserleben geführt haben, beziehungsweise auch die Prozentsätze der Schülerinnen und Schüler weiter erhöht haben, die dann eben Auffälligkeiten gezeigt haben. Zur Beantwortung dieser Frage möchte ich die Ergebnisse aus 2 Studien Ihnen zeigen. Zum einen aus einer Studie des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung an der Universität München, dem IFO. Hier ist der Leiter dieser Untersuchung Ludger Wössmann. Es geht hier um Befragungsdaten von über 1000 Eltern, die schulpflichtige Kinder haben. Und das zweite ist dann eben die COPSI-Studie Corona und Psyche, eine Studie zur Befindlichkeit von Kindern und Jugendlichen in der Pandemie. Hier ist die leitende Forscherin Frau Raven-Sieberer vom Universitätsklinikum Eppendorf. Hier sind es rund 1000 Jugendliche und 50 Eltern von kleineren Kindern, die nicht selbst befragt wurden. Beide Studien haben einen gewissen Schwerpunkt eben auch auf das psychische Belastungserleben der Kinder und Jugendlichen gelegt. Kommen wir zunächst zu Ergebnissen aus der Studie von Ludger Wössmann und Kolleginnen und Kollegen am IFO in München. Das ist, wie gesagt, eine Elternbefragung von schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen. Sehr deskriptiv gehalten, aber ich glaube mit relativ klaren Befunden. Sie sehen hier eine Auswertung von ausgewählten Fragen. Blau heißt immer, dass einer Aussage voll zugestimmt wurde, hellblau eher zugestimmt wurde. Wenn es dunkelrot wird, dann wurde überhaupt nicht zugestimmt. Und dann sehen Sie hier eben auch
zwei Befragungszeitpunkte, einmal nach dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 und einmal im zweiten Lockdown im Winter 2020/21. Die erste Frage ist noch mit positiver Aussage verknüpft. Familie ist mit der Situation gut klargekommen. Wenn man mal die beiden blauen Balken zusammenzählt, dann sehen Sie im Frühjahr 2020 86%, die noch angeben, sind relativ gut damit klargekommen. Dann sind es 71%, also eher eine Abnahme. Und dann kommen eben auch die Aussagen der Eltern zur psychischen Belastung ihrer Kinder. Kind hat viel weniger gelernt als sonst. Gut, das ist noch keine psychische Belastung, das sind jetzt erstmal die kognitiven Folgen. Da sehen Sie, das sind so cum granosales etwas über 60% im Frühjahr 2020, knapp 60% im Jahr 2021. Und dann kommen eben die Befunde zur psychischen Belastung tatsächlich. 38% im Frühjahr 2020, die eher belastet waren. Fast 50% dann der Eltern, die angeben, dass ihre Kinder sehr stark belastet waren, Anfang 2021. Man sieht es auch, dass für die Eltern das eine starke Belastung war, dass die auch nochmal zugenommen hat, zwischen Frühjahr 2020 und Anfang 2021. 38% 2020 und 51% Anfang 2021. Dann eben Konflikte in der Familie, Eltern und Kind haben mehr gestritten als sonst, sehen Sie auch die Zunahme von 28% im Frühjahr 2020 auf 40% Anfang 2021. Also wenn man das insgesamt auch erst einmal diese Folie zusammenfasst, auch hier oder hier schon Andeutung oder Hinweise, dass auch das Belastungserleben fürs Kind, für die Eltern und natürlich auch in der Interaktion eher zugenommen hat vom Frühjahr 2020 bis Anfang 2021. Zweite Folie aus der Wössmann-Studie. Hier geht es sehr stark auch um das Sozialverhalten der Kinder während der und Jugendlichen während der Pandemie. Das sind jetzt Daten aus der 2021er Befragung. Erstes Item, das Kind trifft sich während der Corona-Pandemie deutlich seltener mit Freunden. Das ist natürlich auch dem Kontaktverbot geschuldet, aber sicherlich auch dem Umstand, dass man sich natürlich oft in der Schule auch verabredet für außerschulische Treffen. Sie sehen, das sind insgesamt 85% der Eltern, die angeben, dass sich das Kind deutlich weniger mit Freundinnen und Freunden getroffen hat. Sie sehen auch, dass drei Viertel der Eltern einschätzen, dass dieses eine große Belastung für das Kind darstellt, dass das den sozialen Fähigkeiten geschadet hat des Kindes, geben 55% an. Und auch ein Parameter, der während der Corona-Phase oder der Schulschließungsphase gerne erhoben wurde, nicht nur bei Wössmann, auch in anderen Studien, wie sich die Bewegungsarmut der Kinder auf das Körpergewicht ausgewirkt hat. Es gibt ja zwei bevölkerungsweite Ergebnisse, die wir schon kennen. Das erste ist, dass die Lebenserwartung abgenommen hat durch die doch erhebliche Mortalität des Covid-19-Virus. Und das zweite auch, dass die Bevölkerung im Mittel schwerer geworden ist. Das heißt, das zieht sich durch alle Altersgruppen, auch bei den Kindern, dass die Bewegungsarmut dazu geführt hat, dass Kinder an Körpergewicht zugenommen haben im Mittel. Hier geben das 31% der Eltern an, dass ihr Kind zugenommen hat. Gut, kommen wir zur zweiten Studie, der COPSI-Studie, vermutlich die aktuell berühmteste deutsche Studie zum Befinden zu den psychischen Folgen der Covid-19-Pandemie. Ich hatte schon erwähnt, federführend Frau Raben-Zieberer, die erste aufregende Publikation im Deutschen Ärzteblatt vom November 2020. Auch hier zwei Erhebungen. Die erste Befragung war im Mai-Juni 2020, die zweite dann auch im zweiten Lockdown. Es ist eine Online-Befragung. Sie sehen die Stichprobengrößen 1040 Kinder und Jugendliche im Alter von 11 bis 17 Jahren, die befragt wurden. Für die jüngeren Kinder wurden die Eltern befragt. Und Sie sehen dann hier auch schon die ersten Ergebnisse. 71% der Kinder und Jugendlichen fühlten sich durch die Kontaktbeschränkung während der Pandemie beeinträchtigt. Zwei Drittel der Schülerinnen und Schüler erlebten Schule und Lernen als anstrengender als zuvor. Streitereien, das ist ähnlich wie bei Ludger Wössmann von den Zahlen. 27% berichten, dass sie häufiger zu streiten. Eltern-Kind-Konflikte, auch ganz ähnliche Zahlen wie bei Ludger Wössmann. 37% der Eltern berichteten, dass sie sich häufiger, nicht nur mit den Kindern gestritten haben, sondern dass diese Streitereien dann auch eskalierten. Und auch hier eine Kongruenz zu den Befunden insgesamt, die Wössmann berichtet. Die sich verschlechternden Beziehungen vieler Kinder und Jugendlicher zu
Gleichaltrigen. Also die ersten Befunde aus dieser Studie, es folgen aber jetzt auch noch weitere. Sie sehen hier Ergebnisse, die den Vergleich erlauben, wie es den Kindern und Jugendlichen vor der Pandemie ging und wie es ihnen in der Pandemie geht. Das ist die selbstberichtete Lebensqualität der Kinder und Jugendlichen. Und Sie sehen, über eine geminderte Lebensqualität klagten vor der Pandemie 15%. Also es gab auch schon Probleme vor der Pandemie, aber Sie sehen diesen deutlichen Anstieg. Also hier haben Sie wirklich mal eine Visualisierung, was die Pandemie wirklich mit der Psyche der Kinder und Jugendlichen macht. Ein Anstieg von 15% auf 40% bei der Angabe, dass die Lebensqualität durch die Pandemie letztendlich auch oder dass die Lebensqualität generell gemindert ist. Und Sie sehen dann entsprechend die anderen Prozentsätze. Hohe Lebensqualität, dort sinkt der Anteil von 17% auf 6% normal, von 68 auf 54. Also hier in dieser Vorpandemie versus Nachpandemie oder während der Pandemie-Messung deutlich sichtbar auch nochmal der Effekt der Schulschließung selbst und der mit der Pandemie verbundenen Belastung auf Seiten der Kinder und Jugendlichen. Auch auf dieser Folie findet sich der Vergleich vor der Pandemie und dann eben in der Pandemie. Wir haben hier psychosomatische Auffälligkeiten der Kinder und Jugendlichen in Grau wieder gehalten. Die Prozentsätze der Kinder bzw. Jugendlichen, die über Rückenschmerzen bis Gereiztheit klagen, in Blau dann eben in der Pandemie. In Grau vor der Pandemie, in Blau in der Pandemie. Und Sie sehen, insgesamt ergibt sich ein Bild, dass die Symptome in der Pandemie noch einmal bei mehr Schülerinnen und Schülern, Kindern und Jugendlichen aufgetreten sind als vor der Pandemie. Das fängt an bei der Nervosität, wo wir an 24% der Kinder und Jugendlichen hatten, die das vor der Pandemie bereits angegeben haben, 29%, die in der Pandemie davon berichten, Bauchschmerzen 21%, Anstieg dann auf 31%, Niedergeschlagenheit 23% auf 34%, Kopfschmerzen von 28% auf 40% und schließlich Gereiztheit von 40% auf 54%. Sie sehen unten in der Legende, das sind Prozentanteile der Kinder und Jugendlichen, die berichten, dass sie mindestens einmal pro Woche diese Auffälligkeiten, diese psychosomatischen Symptome hatten. Und ich glaube, es ist relativ eindeutig, mit Ausnahme der Rückenschmerzen, dass das in der Pandemie zugenommen hat. Wir sehen hier jetzt COPSI-Befunde, die den Vergleich erlauben zwischen dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 und dem zweiten Lockdown im Winter 2020-21. Ist hier noch einmal die selbstberichtete subjektive Belastung durch die Corona-Krise der Kinder und Jugendlichen. Man sieht, der dunkelblaue Balken zeigt den Prozentsatz derer, die sich belastet fühlen aus der zweiten Befragung, also im Winter 2020-21, der hellblaue Balken eben aus dem Frühjahr 2020. Und man sieht, dass die subjektive Belastung noch einmal zugenommen hat von rund 70% auf deutlich über 80%. Also auch hier Evidenz dafür, dass der zweite Lockdown noch einmal zu einer gestiegenen Belastung der Kinder und Jugendlichen geführt hat. Auf dieser letzten Folie aus der COPSI-Studie sind noch einmal Befunde dargestellt, die das schulische Belastungserleben bzw. die Belastung durch die geschlossenen Schulen abbildet. Auch hier wieder der Vergleich zur ersten Welle, die erste Welle, die eben im ersten Lockdown stattfand, die zweite Hebungswelle, die im zweiten Lockdown stattfand und hier eben auch die Befragung, welche Phase sie anstrengender fanden. Und man sieht hier nochmal deutlich, 45% der befragten Kinder und Jugendlichen empfinden die zweite Welle als noch anstrengender als die erste. Für ebenso viele, also auch 45%, sind in der Wahrnehmung beide Lockdowns gleich anstrengend gewesen und als weniger anstrengend empfinden nur 10% den zweiten Lockdown im Vergleich zum ersten. Also zusammenfassend macht die COPSI-Studie, glaube ich, deutlich, dass wir durch die Schulschließung nochmal zusätzliche Belastungen auf Seiten der Schülerinnen und Schüler haben, die wir empirisch auch nachweisen können, über die psychosomatischen Befunde, über das Belastungserleben und vor allem auch, dass sich dieses von Schulschließung zu Schulschließung, von Lockdown zu Lockdown noch weiter verstärkt hat. Und die interessante Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, welche Erwartungen haben wir, was jetzt die Zukunft bringt? Wir gehen sicherlich alle davon aus, dass es nicht zu weiteren Schulschließungen kommt, aber auch wie gehen wir zukünftig mit diesen Belastungen um? Welche Auswege gibt es, womit ist zu rechnen? Ganz wichtig für den Umgang mit den Folgen der Pandemie, dem Umgang auch mit den psychischen Belastungen, die jetzt durch die Lockdowns entstanden sind, ist besser zu verstehen,
wie solch ein Belastungserleben entsteht, wie auch psychosomatische Auffälligkeiten auf Seiten der Kinder entstehen. Und ich habe hier aus einem Aufsatz von Brakelmeier und Kolleginnen einmal versucht aufzulisten, wie wir uns die Belastungsgenese eigentlich vorstellen müssen in der Pandemie. Die Autorinnen unterscheiden hier im Wesentlichen drei Faktoren, die zum Belastungserleben in der Pandemie beigetragen haben: soziale Faktoren, gesundheitliche Faktoren und sonstige Faktoren. Und Sie sehen hier auf Seite der sozialen Faktoren haben natürlich die Kontakteinschränkungen eine große Rolle gespielt bei den Kindern, aber auch natürlich bei den Erwachsenen. Die Kinderbetreuung ist vollständig weggebrochen in der Lockdown-Zeit. Die Kosten sind größer noch bei bildungsfernen Familien, Familien mit Migrationshintergrund, die oft auch sehr beengt leben, die wenig Ausweichmöglichkeiten haben, wo möglicherweise auch die technische Infrastruktur nicht so gut war, um in der Distanz zu lernen. Arbeitslosigkeit ist ohnehin ein Stressor. Wenn dann auch noch dazu kommt, dass die Kinder den ganzen Tag betreut werden müssen, weil sie eben nicht in die Schule gehen können, führt dies zu weiterem Stress auf Seiten aller Beteiligten, nicht nur der Kinder, sondern natürlich auch der Eltern. Und dann sind natürlich solche Familien besonders belastet gewesen, die auch im Gesundheitswesen gearbeitet haben. Und darauf war ich schon kurz eingegangen, auch diejenigen, die keinen Zugang zu digitalen Medien hatten. In solchen Familien mag es sicherlich zusätzlichen Stress auch gegeben haben. Gesundheitliche Faktoren, die zum Belastungserleben beitragen, sind natürlich Vorerkrankungen. Das ist sowieso ein wichtiger Punkt, der auch schon bei COPSI rauskommt, dass diejenigen, die schon vorbelastet waren, entweder durch körperliche Vorerkrankungen oder auch durch psychische Vorerkrankungen, natürlich auch besonders vulnerabel in der Pandemie waren, beziehungsweise in der Phase der Schulschließung. Wenn dann noch eine Infektion in der Familie oder bei den Kindern und Jugendlichen selbst dazu kam, mag sich das alles noch weiter verstärkt haben. Aber insgesamt können wir, so wie wir bei den sozialen Faktoren sagen können, es gibt Stressoren, die schon vorher bestanden, soziale Benachteiligung, beengtes Wohnen beispielsweise, Arbeitslosigkeit der Eltern. So können wir auch solche Determinanten im Grunde genommen des besonderen Belastungserlebens auch bei den gesundheitlichen Faktoren sichtbar machen. Also diejenigen, die vorher auch schon stark belastet waren, sind auch die, die durch die Pandemie besonders belastet sind. Und dann haben wir noch weitere oder sonstige Faktoren. Das hängt mit der Isolation zusammen, das hängt mit Einsamkeitserleben zusammen, wenn man alleine zu Hause war, beziehungsweise nur im engsten Kreise. Die Länge der Lockdowns spielt sicherlich eine Rolle auch für das Belastungserleben. Das haben wir auch schon bei Wössmann gesehen und auch bei COPSI, die gestiegenen Konflikte innerhalb des Familienverbundes. Und dann gibt es auch weitere psychische Faktoren oder psychologische Faktoren. Geringes Kontrollerleben, also kann ich Stress bewältigen, wenn die Krise vorbei ist, komme ich dann wieder in den Alltag gut rein. Wie auch geringe Selbstwirksamkeit und geringes Selbstwirksamkeitserleben sind dann zusätzliche Faktoren, die eine Rolle spielen, ob man vulnerabel ist in der Pandemie, im Lockdown und dann eben auch psychosomatische Symptome beispielsweise entwickelt. Und letztendlich zeigen uns auch diese Faktoren, oder wenn wir über diese Faktoren besser verstehen, wie Stresserleben entsteht, wie auch Belastung entsteht, woran wir möglicherweise arbeiten müssen. Und es gibt auch in der Gesundheitspsychologie ganz einfache Faktoren, von denen man weiß, wie wichtig sie sind in der Bewältigung auch von Krisen, von Belastungen, auf die ich dann auch gleich eingehen möchte. Vorweg würde ich aber gerne noch einen Punkt machen. Wir wissen aus der Resilienzforschung eigentlich sehr gut, dass gerade solche psychischen Belastungen, wie sie in Krisen entstehen, bei ganz vielen unserer, nicht nur der Kinder und Jugendlichen, bei allen Menschen sich so ausschleichen. Denken Sie beispielsweise an Naturkatastrophen. Denken Sie an Kriege. Es ist ja nicht so, dass im Anschluss an Kriege ganze Populationen psychisch auffällig sind oder psychosomatische Symptome zeigen, sondern in der Regel schleichen sich diese Symptome, die kurzfristig auftreten, als Folge von traumatischen Situationen, schleichen sich über die Zeit aus. Und wir wissen mittlerweile auch ganz gut, bei wem sie sich ausschleichen, bei wem sie sich nicht ausschleichen, beziehungsweise welche Faktoren dazu beitragen, dass eben Resilienz gezeigt wird, dass trotz eines extremen Stressors sehr schnell auch wieder psychische Gesundheit hergestellt wird. In diesem Sinne weist diese Folie auf drei Faktoren hin, die ganz zentral sind, um letztendlich psychische Gesundheit wiederherzustellen, beziehungsweise auch physische Gesundheit,
nach solchen traumatischen Erlebnissen, nach solchen Krisen, wie sie beispielsweise die Covid-19-Pandemie darstellt. Die drei Faktoren, die zur psychischen Stabilisierung beitragen, sind das Selbstwirksamkeitserleben bzw. die Selbstwirksamkeitsüberzeugung von Personen, die erlebte soziale Unterstützung und Optimismus. Selbstwirksamkeit oder Selbstwirksamkeitsüberzeugung sind solche Gedanken bei Personen: Ich werde mich selbst aus der Krise befreien können, ich verfüge über die nötigen Mittel, ich kann wieder auf Menschen zugehen. Wenn ich jetzt wieder in die Schule gehe, dann bin ich auch in der Lage, den verpassten Stoff wieder aufzuholen, die Lernrückstände zu beseitigen. Wenn solche Überzeugungen gegeben sind, so führt das typischerweise auch zur psychischen Stabilisierung, dass sich also auch psychosomatische Symptome auch dann wieder rasch ausschleichen. Soziale Unterstützung meint hier, dass solche Personen sich sehr schnell wieder stabilisieren, die über Angehörige, über Peers, also Gleichaltrige, dann wieder sehr viel soziale Unterstützung erfahren, wie wir es gemeinsam schaffen, wir unterstützen dich dabei, dass du dich wieder stabilisierst. Also letztendlich die Gleichaltrigen, das können auch die Lehrkräfte sein, die hier sozial unterstützen, die Schülerinnen und Schüler, es können auch die Klassenkameradin sein. Je mehr soziale Unterstützung erfahren wird, desto eher auch die Stabilisierung. Und Optimismus, man könnte vielleicht mit Bezug auf die Covid-Pandemie auch sagen, Zukunftsoptimismus fördert ebenfalls die Resilienz bzw. die psychische Stabilisierung der Kinder und Jugendlichen, natürlich auch der Erwachsenen. Also Optimismus, die Krise wird verschwinden, wir werden spätestens nach dem Winter 2021, 2022 wieder ein ganz normales, unbelastetes Leben führen. In der Zukunft werden wir durch das Covid-19-Virus keinerlei Einschränkungen mehr erfahren. Wir alle werden auch den verpassten Stoff nachholen, wir werden auch wieder im Kollegium normal miteinander arbeiten können und sowas passiert uns auch nicht so schnell wieder. Also Zukunftsoptimismus trägt immer dazu bei, dass auch psychische Stabilisierung einsetzt. Nun ist es natürlich so, dass wir davon ausgehen, dass unter anderem aufgrund dieser drei Faktoren sich sehr viele Kinder, Jugendliche, aber auch natürlich Lehrkräfte von den Folgen der Pandemie rasch erholen werden. Das heißt, wir gehen davon aus, dass im Laufe des laufenden Schuljahres auch viele wieder mehr oder weniger zum Alltag zurückkehren werden, sich auch psychisch und auch physisch stabilisieren werden. Dennoch ist es wichtig, Fragen zu erörtern bzw. darüber nachzudenken, was können wir aktiv tun in der jetzigen Phase, um auch dazu beizutragen, dass diejenigen, die nicht so leicht aus der Krise kommen, von uns weiter unterstützt werden können. Also was sind Maßnahmen letztendlich, um auch Belastungserleben, gerade auch bei denen, die nicht so leicht aus der Krise kommen, zu reduzieren. Sie sehen hier ein Stufenmodell, das ist auch aus der Arbeit von Brackemeier et al., das unterschiedliche Schweregrade des psychischen Belastungserlebens beschreibt. Das ist die linke Seite dieser Abbildung, beginnt bei Menschen ohne systematische Symptomatik, die also weitgehend unauffällig sind, die aber vielleicht Risikofaktoren haben, sei es in ihrem Umfeld, beispielsweise Eltern, die in Pflegeberufen tätig sind, bis hin eben zu Menschen mit akuten vorbestehenden oder auch neu auftretenden Störungen, die also richtig klinisch auffällig sind. Und auf der rechten Seite sind dann unterschiedliche Stufen der Prävention bzw. auch der therapeutischen Intervention aufgeführt, wie man mit den unterschiedlichen Schweregraden umgeht. Ich werde im Folgenden versuchen, diese vier Stufen durchzugehen und dabei mich konzentrieren auf den Umgang auch mit belasteten Schülerinnen und Schülern, um auch Hinweise zu geben, wie möglicherweise Lehrkräfte mit dem Belastungserleben umgehen können, aber auch, wo Lehrkräfte aus psychologischer Sicht die Verantwortung abgeben sollte an Personen, die im Grunde genommen auch in der Unterstützung von psychisch belasteten Personen spezifisch ausgebildet sind. Ich beginne dabei mit universeller Prävention. Also was können wir im Grunde genommen im schulischen Alltag tun, wenn wir mit Schülerinnen und Schülern sprechen im Klassenraum, von denen wir wissen, dass sie möglicherweise in der Familie schon Belastungsfaktoren erfahren, aber gleichzeitig eigentlich im Unterricht einen sehr stabilen Eindruck machen, also wo wir nicht Symptome feststellen können übermäßiger psychischer Belastung. Im Rahmen der universellen Prävention bietet es sich grundsätzlich an, und ich glaube, das kann man jetzt auch im laufenden Schuljahr, wahrscheinlich bis zum Ende des Schuljahres fortsetzen, die regelmäßige Thematisierung der Pandemie im Unterricht.
mit den Schülerinnen und Schülern über deren Ängste sprechen, über Risiken sprechen. Ich glaube, ganz wichtig im Moment auch, ihnen deutlich zu machen, dass obwohl sich Schülerinnen und Schüler im Moment sehr häufig infizieren, sie quasi alle mit sehr, sehr milden Krankheitsverläufen rechnen können, beziehungsweise in der Regel gar nicht merken werden, dass sie sich überhaupt infiziert haben. Aber dazu zählt sicherlich auch Verhaltensregeln, also Hygieneregeln weiterhin auch im Unterricht zu betonen, deutlich zu machen, wo es immer geht, haltet Abstand, wenn, oder wo halt Abstand nicht eingehalten werden kann, überlegt, ob ihr eine Maske tragt. Wir wissen ja, dass dass die Regeln sehr gelockert worden sind, aber ich glaube, die Thematisierung dessen, was man tun kann, um das Ansteckungsrisiko zu reduzieren, gehört ins Unterrichtsgeschehen. Natürlich gehört auch zur universellen Prävention, ich hatte ja vorhin auf Optimismus hingewiesen, als wichtige Determinante von Resilienz, Zukunftsperspektiven geben. Wir überstehen das Ganze gemeinsam. Das Schuljahr wird jetzt im Winter vielleicht noch mal etwas schwierig, aber ab dem Frühjahr und dann auch in der laufenden Zeit gehen wir alle davon aus, dass Schule mehr oder weniger wieder Business as usual wird, dass wir auch zum weitgehend normalen Unterrichtsgeschehen dann auch ohne Masken zurückkehren können. Sport und Bewegung ist immer gesundheitsfördernd. Es fördert sowohl die körperliche als auch die psychische Gesundheit. Menschen, die Sport treiben, fühlen sich wohler und auch dies ist natürlich wichtig zu betonen. Nicht nur den Sportunterricht natürlich durchzuführen, sondern auch hier möglicherweise Eltern aufzuklären, dass die Kinder möglichst viel Sport und Bewegung haben, um dann letztendlich auch sie weiter zu stabilisieren. Soziale Kontakte, ich war auf Social Support eingegangen, auch dieses kann man unterstützen natürlich im Unterricht. Schülerinnen und Schüler darauf hinweisen, trefft euch mit euren Freundinnen und Freunden, natürlich immer Hygieneregeln einhalten. Seid auch sensibel für eure Freundinnen und Freunde, achtet darauf, dass ihr soziale Unterstützung gebt, dass ihr soziale Kontakte pflegt, um letztendlich auch zur psychischen Stabilisierung beizutragen. Eltern aufzuklären über die Folgen der Pandemie, aber auch wie Eltern sich verhalten können, um ihre Kinder die Kinder zu unterstützen, ist immer hilfreich. Dazu zählt natürlich auch wieder der Hinweis auf Sport und Bewegung, auf Sozialkontakte, aber auch natürlich Aufklärung über die Risiken, die mit dem Infektionsgeschehen verbunden sind. Ich glaube, es ist ganz wichtig, auch hier zu beruhigen, da gerade die Kinder und Jugendlichen doch, wenn sie überhaupt von Krankheit betroffen sind infolge einer Covid-19-Infektion, in der Regel sehr, sehr milde Krankheitsverläufe zeigen. Und das hilft nicht nur in und nach der Pandemie, das hilft immer die Arbeit an einem vertrauensvollen Lehrkräfte-Schüler-Verhältnis. Wir wissen, dass Schülerinnen und Schüler als auch Lehrkräfte natürlich sehr viel stabiler sind, sehr viel besser mit Stress umgehen können, wenn sie ein vertrauensvolles Verhältnis haben. Die indizierte modulare Prävention findet dann Anwendung, wenn schon sichtbar wird, dass Kinder im Grunde genommen permanent durch die aktuelle Situation gestresst sind, ja auch einzelne psychosomatische Symptome zeigen. Hier ist es typischerweise so, dass es nicht allein mehr die Aufgabe der Lehrkräfte sein kann, dazu beizutragen, dass diese Symptome auf Seiten der Kinder und Jugendlichen verschwinden. Wir haben in den Schulen die multiprofessionellen Teams, wir haben die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die auch entsprechend ausgebildet sind. Und mir scheint es ganz wichtig, in diesem Zusammenhang auch nochmal hinzuweisen, auf die Kooperation, aber auch möglicherweise auf zusätzliche Angebote zurückzugreifen, die Kommunen beispielsweise anbieten, die Schulträger anbieten, um jetzt eben auch das psychische Belastungserleben abzufedern. Mir ist ganz wichtig, dass wenn solche fortlaufenden Stresssymptome oder persistierende Stresssymptome sichtbar sind, psychosomatische Symptome sichtbar sind, dass man dann auf jeden Fall in die Interaktion mit den Schülerinnen und Schülern die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter an den Schulen einbindet, auch hinweist auf Angebote der Kinder- und Jugendhilfe und auch Informationen weitergibt, auch an die Eltern, welche Angebote es im Internet gibt, welche Beratungsstellen es gibt, um dann auch mit diesen Kindern zu arbeiten. Wenn wirklich klinische Auffälligkeiten sichtbar sind, wenn wirklich schwere psychische Krisen auftreten, wenn vor allem auch bei Kindern und Jugendlichen, die auch schon vorher sehr starke Krisen hatten, die schon vorher auch möglicherweise psychisch auffällig waren, wenn dort jetzt noch verstärkt wirklich psychische Auffälligkeiten, fast psychopathologische Auffälligkeiten beobachtbar sind, dann ist es sicherlich auch nicht mehr Aufgabe der Sozialarbeit. Dann ist es ganz wichtig, eben auch
im Sinne der individuellen Kurzzeitintervention oder dann auch längerfristiger Psychotherapie Angebote zu machen von Psychologinnen und Psychologen bzw. Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Auch hier kann man sich an die Kinder- und Jugendhilfe wenden. Die Schulpsychologinnen sind hier ganz wichtige Ansprechpartner. Wir wissen auch, dass sich die Situation im Moment in vielen Kreisen in Schleswig-Holstein so darstellt, dass tatsächlich auch die Schulpsychologinnen bei schweren Krisen von Schülerinnen und Schülern relativ schnell vor Ort sind, hier auch Unterstützung anbieten und man hier sicherlich nicht als Lehrkraft selbst sich verantwortlich fühlen kann, mehr diesen Schülerinnen und Schülern Unterstützung zu bieten, sondern dieses in die Hände der Schulpsychologinnen gehen muss, beziehungsweise auch in die Hände der sozialpädagogischen Dienste. Wir wissen, dass wir hier ein Problem dahingehend haben, dass wir im Moment fast noch mehr psychotherapeutische Fachkräfte, sozialpädagogische Dienste benötigen würden oder Angebote benötigen würden, um diese Flut jetzt auch der Krisen zu bewältigen. Aber mir ist ganz wichtig, in diesem Zusammenhang nochmal darauf hinzuweisen, wenn wirklich schwere Krisen auf Seiten der Kinder und Jugendlichen beobachtbar sind, so ist es nicht das professionelle Geschäft mehr von Lehrerinnen und Lehrern, sondern es ist ein ganz klar das professionelle Geschäft von Psychologinnen, Psychotherapeutinnen, Psychotherapeuten, mit diesen Kindern zu arbeiten, beziehungsweise dann auch je nach Schweregrad relativ kurzfristig auch Intervention beziehungsweise Psychotherapien anzubieten oder dann zumindest schon mal anzumelden, dass diese Kinder dann und Jugendlichen wirklich professionelle Hilfe bekommen, sodass man wirklich je nach Graduierung, je nach Schweregrad der Folgen der Pandemie abwägen muss, wer kann jetzt hier Hilfe leisten. Ich bleibe dabei, was ich vorhin schon einmal gesagt hatte, wir gehen davon aus, dass ganz, ganz viele Kinder und Jugendlichen jetzt auch und Jugendliche auch mehr oder weniger sich selbst aus der Krise helfen können, dass sich vieles ausschleichen wird, dass man vieles mit universeller Prävention wird bewältigen können, indem man einfach auch die Krise, die Probleme, die Sorgen der Kinder und Jugendlichen im Unterricht thematisiert. Aber dort, wo wirklich klinische Auffälligkeiten beobachtbar sind, ist es ohne Frage nötig, hier professionelle Hilfe einzubinden, um mit den Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. So viel zu dem, was wir unternehmen können, um letztendlich die psychischen Folgen der Krise auch abzumildern. Und ich möchte zum Schluss kommen. Ich fasse noch einmal zusammen, was ich in den letzten Minuten vorgetragen habe. Das Erste, was mir nochmal ganz wichtig ist, psychische Probleme sind nicht erst seit Covid-19 in Schulen beobachtbar. Wir hatten auch vorher schon substanzielle Anteile von Schülerinnen und Schülern mit psychosomatischen Auffälligkeiten, mit psychischen Krisen. Wir haben ja auch schon seit fast Ewigkeiten die schulpsychologischen Dienste, die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Es ist kein neues Phänomen, aber es hat sich ohne Frage in der Pandemie verschärft. Ganz wichtig auch nochmal, nach der Pandemie, wir sind ja noch nicht so richtig in der postpandemischen Phase, eigentlich sind wir noch mitten in der vierten Phase der Pandemie, aber postpandemisch werden sich viele Kinder und Jugendliche auch ohne professionelle Hilfe erholen. Ich hatte auf das Konzept der Resilienz hingewiesen, ganz ähnliches Konzept ist das Konzept der Plastizität. Also wir sind einfach flexibel. Unsere Psyche ist auch so plastisch letztendlich immer noch, gerade bei Kindern und Jugendlichen, dass sie dann eben auch die nötigen Reparaturen auf den Weg bringt, um zur Stabilisierung beizutragen. Für Lehrkräfte stellt sich ohne Frage nicht erst in der postpandemischen Phase, sondern auch jetzt, auch mitten in der vierten Welle natürlich die Aufgabe, im Sinne universeller Prävention die Schülerinnen und Schüler, die Kinder und Jugendlichen zu unterstützen, Thematisierung der Pandemie, Thematisierung auch der Sorgen der Kinder und Jugendlichen gehört zur Aufgabe aller Fächer. Mir scheint ganz wichtig zu sein, dass die Bildungsadministration, die Schulen, die Schulaufsicht verstärkt die Kooperation, die enge Kooperation mit Akteuren der indizierten modularen Prävention suchen sollten. Indizierte modulare Prävention, die man dann auftritt, wenn die Krisen wirklich so schwer sind auf Seiten der Schülerinnen und Schüler, dass Schule selbst dem nicht mehr Herr werden kann. Wir wissen nicht nur aus Schleswig-Holstein, auch aus anderen Bundesländern, dass es teilweise oder oftmals kommunale Angebote gibt, die von den Schulträgern, aber auch von Städten beispielsweise, von Kommunen gemacht werden, von denen aber oftmals Akteure im Schulkontext gar nichts wissen, beziehungsweise auch die Schulaufsicht nichts weiß. Hier ist es, glaube ich, ganz wichtig, mehr Aufklärung zu betreiben, mehr die Partnerschaft zu suchen, um eben auch die Zusammenarbeit zwischen Schulen, Kommunen und der Schulaufsicht zu suchen, um letztendlich auch
gerade bei echten Krisen den Problemen Herr zu werden. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass in wirklich schweren Fällen professionelle Hilfe auf jeden Fall nötig ist. Psychotherapie, das ist ganz klar meine Botschaft auch für heute, ist nicht die Aufgabe der Lehrkräfte. Wir haben die Schulpsychologinnen in Schleswig-Holstein. Und wann immer Krisen beobachtbar sind, sollte eine Schulpsychologin, ein Schulpsychologe auch zu Rate gezogen werden. Ich habe den letzten Punkt nochmal aufgenommen, weil er den im Grunde genommen das Ganze arrondiert, also wieder zum ersten Punkt zurückführt. Wenn wir akzeptieren, dass psychische Probleme nicht erst seit Corona in Schulen auftreten, und Sie werden mir vermutlich alle zustimmen, dass sie nicht neu sind, dann ist es natürlich auch wichtig, wirklich dauerhafte Strukturen, nicht geschaffen sind sie überwiegend, aber sie auszubauen auch weiter, um eben den Schulen, um eben die Schulen im Umgang mit psychischen Problemen der Schülerinnen und Schüler noch besser zu unterstützen. Wir wissen auch über lange Wartezeiten oftmals, wenn Kinder und Jugendliche Krisen haben. Ich glaube, der Ausbau der existierenden Strukturen, um auch solche Wartezeiten zu verkürzen, ist ein zentrales Desiderat, nicht erst aus der Krise, aber das durch die Pandemie natürlich nochmal verschärft wird. Damit bin ich am Ende meines Vortrages. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich möchte das Ganze beenden mit einem Zitat von Goethe. Der Mensch kann Unglaubliches leisten, wenn er die Zeit einzuteilen und recht zu benutzen weiß. Und Sie sehen diesem Zitat sofort an, es soll Optimismus versprühen, es soll uns darauf hinweisen, wozu wir in der Lage sind, um Krisen zu bewältigen, um aus Krisen rauszukommen, ganz im Sinne des Resilienzkonzeptes. Herzlichen Dank, Ihnen alles Gute für das laufende Schuljahr, bleiben Sie gesund und arbeiten Sie gemeinsam daran, dass wir in einigen Jahren die ganze Krise weitgehend vergessen haben.